Seit gestern laufen die Abrissarbeiten des einsturzgefährdeten Hauses in der Olsmannstraße in Zwickau. Nachdem der Eigentümer des Gebäudes der Beseitigungsanordnung nicht nachgekommen ist, beauftragte die untere Bauaufsichtsbehörde der Stadt Zwickau nun ein Unternehmen mit dem Rückbau. Die untere Bauaufsicht war durch den Hinweis eines Gutachters auf den schlechten Zustand des Gebäudes aufmerksam gemacht worden. Dieser war von der Straßenbaufirma mit der Beweissicherung im Zuge der Straßenbaumaßnahme beauftragt worden. Aufgrund der Hinweise des Gutachters beauftragte die untere Bauaufsichtsbehörde den Eigentümer des Gebäudes, ein statisches Gutachten zur Standsicherheit durch einen qualifizierten Tragwerksplaner nachzuweisen. Bei einem Ortstermin Mitte März kamen der vom Eigentümer hinzugezogene Sachverständige und die Mitarbeiter der Bauaufsichtsbehörde zu der Erkenntnis, dass das Haus akut einsturzgefährdet ist und damit Gefahrenverzug besteht. Es wurden Schäden festgestellt, die schon für sich genommen gravierend sind und die in keinem Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme stehen können. Zu diesen gehören beispielsweise der Befall mit vermutlich echtem Hausschwamm und Schimmel, erhebliche Risse im Mauerwerk, Decken, die keine Auflager mehr besitzen, deren Tragfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Balkenköpfe sind angefault und auch teilweise nicht mehr vorhanden. Aus diesen Gründen ist die untere Bauaufsichtsbehörde verpflichtet gewesen, ein striktes Nutzungs- und Betretungsverbot auszusprechen. 40 Kubikmeter Wasser und rund 20.000 Fische befanden sich im Gebäude. Diese haben aufgrund mangelnder Versorgung nicht überlebt. Auch ein kurzzeitiger Zugang zu dem Gebäude konnte nicht gestattet werden. Zu groß war die Gefahr, dass bereits geringfügige Erschütterungen oder Lastveränderungen zum Einsturz führen könnten und somit alle Personen, die sich in der Immobilie befänden, in Lebensgefahr wären. Die beiden Bewohner des angrenzenden Hauses hatten bedauerlicherweise ihre Wohnungen zu verlassen und sind seither anderweitig untergebracht. Der Hauseigentümer hatte mittlerweile beim Verwaltungsgericht Chemnitz ein Eilrechtsverfahren gegen das Betretungsverbot angestrengt. Die Richter bestätigten mit ihrer Entscheidung am 24. März allerdings vollumfassend die Vorgehensweise der unteren Bauaufsichtsbehörde. Das Bauordnungsamt erließ am 27. März den Bescheid, das Haus abzureißen. Als Frist wurde der 5. April festgelegt und die Ersatzvormaßnahme angeordnet. Da der Eigentümer diese Frist verstreichen ließ, musste nun ein Unternehmen mit dem Abriss beauftragt werden. Die Kosten des Verfahrens und für den Abriss muss der Eigentümer tragen. Der Abriss wird schätzungsweise eine Woche andauern. Danach könnte bezogen auf den Abriss die Olsmannstraße halbseitig wieder geöffnet werden.